Ich bin das gar nicht mehr gewohnt aufzunehmen, ich schwör. Servus Leute! Ja, warte, wie geht denn meine Begrüßung überhaupt nochmal? Warte mal. Ich muss sagen, ich versuche mal schon. Ja, passt. Geht schon? Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, endlich bin ich zurück, also endlich für mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch wieder, dass ich zurück bin mit einem Swap Builder Battle mit Shenya. Hi. Was geht? Was da rein? Ey, freut mich, dass du da bist. Und ich fühle gerade mein Sessel. Ich hab dir das erzählt, aber Leute, euch habe ich das noch nicht erzählt. Mein Sessel ist kaputt. Diese Federung. Sessel ist gerade ganz unten. Ich sitze gerade auf einem Teddybär, auf so einem Stofftier. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie passt, aber mich stört das extrem. Leute, ich bin selbst wieder froh, zurück zu sein. Ich habe eine kleine Pause machen müssen. Diejenigen, die mir auf Twitter folgen, die haben das schon gesehen, gelesen. Ich habe auch dazwischen 3-4 Mal noch gestreamt. Wenn ihr das Ganze wissen wollt, guckt einfach bei Twitter nach. Der Tweet ist vor einem Monat gewesen. Ist nicht leicht zu ist nicht schwer zu übersehen. Hier möchte ich das nicht so arg erklären. Einfach nur sagen, ich bin wieder zurück. Ich hoffe, euch gefällt das. Daumen nach oben, auch Daumen nach oben, dass Shenya wieder auf diesem Kanal ist. Nochmal, ich muss eins dazu sagen, ich weiß ganz genau, dass mein Kanal jetzt ein bisschen untergeht, beziehungsweise untergegangen ist, dass ich jetzt nicht gut gerankt werde, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das wieder schaffen werden. Ich wollte mich da nochmal ganz kurz erklären, jetzt geht es aber weiter zum Hauptthema. Leute, es geht einfach um Chong. Er heißt einfach Chong. Party Chong. Ist echt so. Wie haben wir den herausgefunden? Ich glaube, du warst auch im Livestream dabei. Ja, ne? Genau. Ja. Ey, ich weiß nicht, wer von euch im... Ja, ich schwöre es euch. Das Best of ist noch nicht draußen. Ich werde es aber hochladen, ne? Weil ich selbst noch... Ich fand es so mega lustig. Eigentlich haben wir nach YouTubern gesucht, FIFA-YouTubern, wie sie... Ja, die FIFA-19-Karte der FIFA-YouTuber, wem sie am ähnlichsten sehen und so weiter. Und ey, Leute, ihr habt mir so geile Namen in den Chat reingeschrieben. Und darunter ist halt auch Chong gewesen. Krass ist, 4 Sterne, 1,87, 2700 Coins. Krasse Geschichte. Wie gesagt, hinterlässt doch gerne einen Daumen nach oben. Und im Anschluss, guckt unbedingt bei Shenya nach. Da haben wir auch einen geilen Namen hochgeladen. Ja. Geile Frisur auf jeden Fall. Und ja, ich würde mal meinen, wir starten, oder? Ja, gerne. Du als Gast willst du reinhalten, ne? Ja, gerne. Und ich habe ja auch was hingeschrieben. Save the Bear oder Save Bärchen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Dame Teddybär. Also ich habe schon WWF angerufen. Ja, die melden sich morgen bei dir. Sei nicht so. Haltest du rein gerade? Ja. Okay. Also ein Comeback muss man natürlich auch mit geilen Karten feiern. Der erste ist Team of the Group Stage Neymar. Der, glaube ich, 94er. Als Stürmer. Als Stürmer, genau so ist es. Und. Jetzt nochmal nach Neymar. Ich glaube, seinem Partner könntest du schon erahnen. Team of the Year Mbappé. Was? Was? Alter, wenn ich verliere und diese zwei Karten verliere, ey, mein Leben ist kaputt. Ja. Ich war schon oder was? Ich weiß ich hab, nicht. Rashford aufgeschrieben. Okay, süß. Ja, ich dachte hier Play of the Month hast du gemacht, weil ich wusste es nicht, keine Ahnung. Habe ich nicht. Und danach natürlich, dass du in die Bundesliga gehst mit Sancho. Mit Sancho? Ja, nein, Bruder. Einfach, ich wusste ja nicht, wie du gehst. Scheißen! Da bin ich ja. Ich enttäuschen. Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich mein Team heftig gebaut, Alter. Scheiße. Ja, sorry, Bro. Sorry, ich will nicht abstoßen. Okay, alles klar. Let's go, ich halte rein. Ich bin mir nicht sicher gewesen beim RF, deswegen gebe ich zu, ich habe statt in RF 2 Stürmer. Was? Hast du Liga gewechselt? Vielleicht. Vielleicht, okay. Ich wollte mal was ausprobieren. Weiß es nicht, ob das klappt oder nicht. Und zwar, ich habe einmal, ich habe 2 Ligen genommen. Einmal die Liga Santander mit einmal Gerard Moreno. Okay. Seine... Weiß nicht, UEFA Live Karte, schieß mich tot, 87er. Okay. Und rechts daneben Samu Castillejo in Form. Ich hab Kluivert und Lukaku. Ah, okay. Shit. Egal. Okay, noch full. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, Leute. Ja, fängt schon mal sehr gut an für dich. Für mich nicht. Und ja, ich fange mal an. Es wird natürlich sehr, sehr, sehr problematisch. Ich glaube, du hast alle genommen oder alle getroffen. Ich fange mal ganz rechts an. Und zwar, ich habe mich entschieden fürs...
Ja, ja, ich halte rein, stimmt. Ja, stimmt, ich halte gerade rein. Let's go. Okay, alles klar. Ich habe mich entschieden für Saul. ZOM habe ich mich entschieden für eine Icon. Raul. Und echt? Ja, und links daneben habe ich Fred. Ich habe Bakayoko, Sarabia und Vinaldum. Gut. Welchen Raul hast du genommen? Den 88er. Ah, den hast du ja gezogen. Ja! Stark. Ich glaube, dass du einen haben wirst, mein Freund. Ich hoffe es. Aber, die Icon wirst du niemals haben. Sokrates? Nakata! Ja, Tuchong Nakata! Den habe ich natürlich nicht. Aber den wirst du erraten, ne? Ja? Ich glaub, gegen den hast du sogar schon mal gespielt. Fellaini. Screamy. Ja. Und ja, ich will ihn mal probieren. Ich bekam Bo Bakayoko. Bakayoko. Okay. Bakayoko. Ich habe aufgeschrieben Vieira, Pogba und Fellaini. Hast du Fella? Fella habe ich geschrieben. Ah, das tut weh. Ja, ich möchte gerne ZDM, weil ich weiß ganz genau, du liebst deine ZDMs. Da ein Torwart sehen. Echt? Ja, weil ohne Sechser bist du ein bisschen verloren. Ah, bin ich selbst schuld. Ja. Ich habe auch über Fred nachgedacht. Okay, Leute, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Oh. Warum ich so schlechte Team bauen? Aber machen wir nächste Runde. So, Leute, Außenverteidiger. Shenya, haltest du rein? Ja. Ey, warte mal, ich kaufe noch schnell diesen Torhüter da. Alter, Linksverteidiger ist eigentlich gefühlt wie ein Borussia-Spieler. Aber ich wollte nicht, dass du mir einen Shaw aufschreibst oder einen Damian. Mhm. She will. Nee, wie schreibt man denn den Bernardo? Bernardo vielleicht? Bernardo? Ja, ist ein Brasilianer aus der Premier League. Der ist non-rare. Was? Der ist non-rare. Was? Bernardo, ja. Ich wollte nicht, dass es so auffällig ist. Ach. Du kleiner, dreckiger Penner, ey. Okay. Tut mir leid. Ja, ist ja kein Problem. Und der Rechtsverteidiger, boah, da könnte ich mir jetzt auch ins Bein schießen, aber ich will endlich eine Funktion für den Spieler haben, wenn ich ihn in Rot habe. Lala. Nein, ich bin so dämlich. Ich hatte den zuerst. Echt? Und dann dachte ich mir, das wird zu obvious. Und da habe ich mich entschieden für Calabria. Boah. Na ja, gut, erster Gedanke immer richtig, diese. Und natürlich echt? LV habe ich aufgeschrieben, Robertson. Achso, ich muss ja auch noch reinhalten, genau so ist es. Let's go. Achso, ja, siehst du, da war ja was. Da war ja was. Ja. Und zwar, ich habe mich ja vorhin leider verplappert. Ich habe es mir gedacht. Ja, aber ist ja auch egal, ne? Wir haben einmal links ist Shaw, UCL. Okay. Ich denke mir mal, den hasse, weil das ist so obvious, weil ich wollte einfach nur auf safe gehen. Ich fand den auch mega stark, ich habe den auch mal eine Zeit lang gespielt. Und rechts daneben habe ich natürlich nicht den Marcos. Da habe ich den Ruben Penner. Alter, ich habe den Marcos echt aufgeschrieben. Ehrlich? Ja. Okay, ich habe Ruben Penner, ich fand den Namen einfach nur geil und es ist ein 81er in Form. Okay, und links habe ich Van Aanholt, ich dachte, du hast die Fitnesskarte. Ja, habe ich auch, aber ich wollte die jetzt nicht einbauen, weil ich wusste ganz genau, dass du den aufschreibst. Alles klar. Okay, Leute, Finale. So, meine Freunde, letzte Positionen, ich weiß nicht, ich vermute, ich muss erstmal kurz meine Sachen hier aufmachen. Ah, egal, komm, stell mal auf. Ich habe aufgeschrieben. Mir ist aufgefallen, Bakayoko hat eigentlich theoretisch fast alles erraten. Hm. Ich habe echt Angst jetzt schon um Neymar und Mbappé, muss ich schon sagen. Ja. Ich möchte den einfach testen. Manolas. Ja. Dann, das ist mein erster Swap-Deal, glaube ich, gewesen. Juan Jesus. Hm. Und den habe ich jetzt auch in Rot. 88 Donnarumma. Kannst alle behalten. Echt? Ja, weil ich war gar nicht in der Serie A irgendwie fixiert. Ich weiß nicht, okay, warum. War ich gar nicht. Ich hab aber schon richtig geraten mit dem Brasilianer. Ich dachte, du gehst mit Mathieu, ja, mit Eder Militao und mit Casillas. Kein Plan. Also ich bin so gegangen, dass ich safe bin, ne? Ja. Okay, und zwar, ich habe mich links entschieden für ein
Scream-Karte, Screamy Mimi, Ampadu. Das ist der 75er oder so, ne? Ja, dann im Tor könntest du vielleicht haben, habe ich Kepa. Okay. Und rechts daneben habe ich Nacho Fernandes, UCL Live. Ah, Bailey, ja. Alvaro und Adan. Boah, hui. So schlecht bin ich. Alter. Geh dich begraben. Ja, scheiße. Egal, egal. Ja, ist doch nice. Ist doch nice. Also ich feiere mein Team, bis auf den anderen Bronzespieler und der Außenverteidiger. Boah. Sauber, sauber, nakatata, 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 Alter, gut gemacht. Da krass. Macht mein Verteidiger leider diesen komischen falschen Schritt. Und ja, ich hatte Angst, dass du den Torwart verschiebst. Oh, oh, wenn der gefallen wäre, Elfmeter. Guck mal, was der da macht. Was? Guck mal, was der der was? Macht. Oh, ich habe einmal drauf gedrückt. Oh mein Gott! Oh, John! Du hast Körper! Du hast... Oh mein Gott! Ey, ich drücke die ganze Zeit auf Ball wegnehmen und er macht gar nichts. Ich hab Dings, ich hab auf Abdrängen, oder wie das heißt. Keine Ahnung was. Aber John! Ey, wenn ich das schon sehe, ey, kann ich gleich mein Team abstoßen, ey. Sowas... Weißt du, vorne passiert gar nichts und dann passiert so eine Kacke, wo ich auch mit L2 arbeite. Alter! Ich habe noch grün getroffen. Boah, Gott. Kann nicht so schwer sein. Oh, kriegst du! John, Alter! Übrigens einer der... was wolltest du sagen? Einer der was schafft, aber... Alter, dieser Penner. Ich glaube, sein Name macht ihn alle Ehre. Oh! John ist geil. Mir gefällt er. Ohne Witz, meine Sorry, Kamera ist ja scheiße. Ich weiß. Boah, Alter. Oh mein Gott. Alter. Ich habe mir gedacht, mache ich das jetzt? Ja, ich mach's. Oh! Alter. Ja, komm, das... Keine Worte. Das sagt schon alles aus. Ja, keine Worte. Die Spielpause hat mir richtig gut getan. Sieben Paraden hat man Donnarumma. Vier fucking Spieler, Mann. Vier. Ich muss dir ganz persönlich sagen, ich hoffe, ich erwische nichts. Geht schon. Ey, ich bin gerade so aufgeregt. Okay. Ich beginne mal mit dem Torwart. Zugschor. Fünf her. Der rechte Innenverteidiger. Der rechte Innenverteidiger? Ja. So ein Penner. 28k, der Typ. Linkes zentrales Mittelfeld. Linkes zentrales Mittelfeld. Ja. Samu Castillejo. Linker Flügel. Oh! Oh, Gott sei Dank.
Was denn? Chong. Echt? Alter. Wo war Raoul? Warte. Ich habe rechte Innenverteidigung genommen, ne? Ja. Dann ist er links. Nein. Wo ist der? Rechtes ZM. Ach du Scheiße. Ja! Alter. Ach du Scheiße. Ich dachte, du schießt komplett Mittelfeld. Echt? Ja. Ich wusste nicht, ich dachte mir, ich habe eigentlich Chong und dieser Gerard, weiß ich, Moreno oder so, sie sind gleich geblieben. Sonst habe ich alle gewechselt, alle getauscht, durch die Reihe, komplett. Alter. Oh. Egal, dein Herzflattern ist vorbei. Ja. Ich gönn dir das. Gut, ich habe jetzt 25.000 Minus gemacht, oder nee, 30.000 Minus, aber ist auch egal. Xenia, tut mir nochmal leid, ich finde das immer so lustig. Ja, aber jetzt bin ich entspannt, weißt du? Ja, das ist ja das so. So, je mehr Tore du bekommst, desto mehr habe ich Angst, mit dir zu sprechen. Das ist immer so lustig. Auf jeden Fall, meine Freunde, mein Comeback ist jetzt werde ich wieder regelmäßig Videos machen. Guckt auf jeden Fall auch bei Xenia vorbei. Für mich wird es trotz allem eine härtere Zeit werden. Ich weiß ganz genau, dass ich mich jetzt nicht mehr an meine vergangenen Klicks gewöhnen soll. Ich weiß ganz genau, dass es dreimal so wenig sein werden. Aber wir werden unser Bestes geben, dass wir wieder genau da sind, wo wir vor zwei Monaten waren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Erster Link in der Videobeschreibung ist das Video von Xenia. Ciao! 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 Ciao!